Den zweiten Punkt, den würde ich also ein Stück weit auch sicherlich unter dem Schlagwort irgendwie Data Mesh oder so auch finden, glaube ich, was du so auch angesprochen hast. Ist es tatsächlich so, dass die Leute da jetzt nur so dieses Bullshit-Bingo machen oder siehst du es wirklich auch aktiv in den Unternehmen oder wird nur drüber geredet? Ich sehe es also beides, sagen wir mal so. Es gibt beides. Ich glaube, es ist an vielen, vielen Stellen wirklich einfach noch Bullshit-Bingo. Warum? Weil die Definitionen halt irgendwie noch nicht einheitlich sind. Viele reden beim Data Mesh von einer technologischen Lösung. Das sehe ich ehrlicherweise nicht und ich glaube, dass das viele zum Glück auch nicht so sehen. Das ist alles über die Punkte, die wir eben angesprochen haben. Organisation, Prozesse, darum geht es eigentlich. Ich sehe es in der Tat bei sehr, sehr vielen größeren Unternehmen, wo ich gerade unterwegs bin, die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen, als auch das Thema wirklich aktiv umsetzen und das teilweise auch weltweit. Ein bestehender Kunde hatte eine Datenplattform, die hieß 1.0 und die war auf europäischem Gebiet praktisch unterwegs und sollte auch schon weltweit gelten. Da hat man ganz, ganz schnell festgestellt, dass das so aber nicht skaliert. Und immer gespannt, wir reden davon, dass das Business nachher Technik treiben kann. Die haben einfach, die Data-Ingenieure haben dort nicht skalieren können, weil die so irgendwann so viele Anfragen gekriegt haben, dass sie es nicht mehr in Zeit halt liefern konnten. Und wenn es nicht in Zeit geliefert werden kann, wird es irgendwann nicht mehr ganz adaptiert. Und da ist der Grund, die haben sich wirklich überlegt, wie sie es machen und ein riesen Transformationsprojekt gestartet, um wirklich diesen Data-Mesh-Gedanken einmal komplett durchzugehen und wirklich auch zu bauen und Daten als Produkt zu sehen, indem sie verschiedene Domänen aufzubauen, die aus gleichartigen Datenströmen vielleicht bestehen und auch aufbauen auf diesen Datenströmen werden wiederum Datenprodukte implementiert, die dann in der Wertschöpfungskette über interne Stakeholder vielleicht bis externe Stakeholder verwendet werden. Andererseits sieht man dann oft, ja, wir wollen jetzt irgendwie Data Mesh machen, weil es jetzt gerade so die neueste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, man sollte da aber schon überlegen, ist das für jemanden sinnvoll oder nicht. Und ich behaupte, dass zum Beispiel auch für vielleicht kleinere Unternehmen, die jetzt noch nicht so eine komplette Datenlandschaft haben, als auch nicht so komplexe Datenmodelle, das in vielen Fällen vielleicht gar keinen Sinn macht. Und einfach sagen, okay, ich bleibe bei dem Konstrukt von einem Data Warehouse oder vielleicht von einem Data Lake. Das eine schließt das andere nicht aus. Das kann ja immer noch erweitert werden in Zukunft. Aber per se zu sagen, ich möchte jetzt Data Mesh machen, weil das jetzt irgendwie cool ist. Ja, es ist cool, aber die Komplexität ist auch nicht zu verachten. Also man holt sich damit schon echt ein sehr, sehr großes Projekt mit ins Haus, was von den Leuten auch gedacht und mitgedacht und mitgemacht werden muss. Also ja, ich sehe es teilweise als Bullshit-Bingo, dass es einfach verwendet wird als Buzzword, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ich sehe aber in der Tat auch Implementierungsansätze und fortlaufende Implementierungen des Ganzen, die wirklich einen Mehrwert schaffen und auf langfristige Sicht auch eine gewisse Komplexität rausnehmen aus dem ganzen Unternehmen beziehungsweise transparenter machen. Ich glaube, unterm Strich können wir sicherlich sagen, egal über welches Thema wir sprechen im Datenumfeld, ob es Data Mesh ist oder die Themen, die wir auch vorher schon skizziert haben, es ist immer wieder Mehrwert generieren für dieses Gesamtkonstrukt. Das ist unterm Strich das Entscheidende und alles andere sollte dich eben nicht treiben, egal wie toll das sozusagen in anderen Unternehmen klingt. Du musst dir halt selbst überlegen, was bringt dein Unternehmen weiter? Und da gibt es halt ja auch viele Menschen, externe, interne, die dich da challengen mögen, um dieses richtige Bild eben rauszufinden. Aber das ist, glaube ich, das einzig Entscheidende und eben nicht, okay, wir reiten jetzt diese Sau nur, weil sie irgendwie der Nachbar auch reitet. Das ist halt einfach total dumm.